Hallo zusammen und willkommen zu einem Altes Live Scripting Tutorial. In diesem Video zeige ich euch, wie ihr eigene Fahrzeugskins in Altes Live einbinden könnt. Dazu geht ihr in den Hauptverzeichnisordner von Altes Live, hier bin ich praktischerweise schon drin, und gehen anschließend in den Core-Ordner und in den Config-Ordner. Hier gehen wir in die Vehicle Color CFG. Öffnet das mit Notepad++, empfiehlt sich auf jeden Fall. So, hier angekommen suchen wir nach der C-Hatchback-01F. Das ist dazu, um die Limousine umzuskinnen. Und hier sehen wir schöne viele Zeilen. Davon kopieren wir jetzt eine Zeile, nehmen wir einfach mal die erste, und fügen diese in eine Leerzeile darunter ein. Dabei achtet bitte darauf, dass ihr das letzte Komma löscht und dies einfach darüber setzt. Denn dadurch erweitert ihr das Array. Das ist nämlich ein komplettes Array hier. Jetzt müssen wir natürlich noch den Pfad ändern. In meinem Fall ist das slash textures slash limo unterstrich doge.pa. Es empfiehlt sich auch, die PAA-Dateien zu nutzen, die von AMA 3 vorgegeben sind, denn die laden nicht so lange wie die JPG. Allerdings könnt ihr die JPGs natürlich auch nutzen. Die zweite Variable in dieser Zeile, in dem Fall hier das ZIF, könnt ihr auch auf COP ändern. Dadurch habt ihr dann die Möglichkeit, den Skin für die COPs zur Verfügung zu stellen. Aber ich beschränke mich jetzt hier einfach mal auf die Zivilisten. So, das speichern wir mal. Ihr könnt das natürlich auch für die anderen Skins machen, zum Beispiel für den SUV, für den Van, das ist in dem Fall der Pritschenwagen, oder. Da gibt es hier ganz schön vieles zur Auswahl, könnt ja mal selber ein bisschen runterscrollen und gucken. Alles klar, so, jetzt sind wir aber noch nicht ganz fertig. Jetzt gehen wir noch in dem gleichen Ordner, also in dem Config-Ordner, in die Vehicle Color STR, öffnen diese auch mit Notepad++. Und suchen hier ebenfalls nach C-Hatchback. Praktischerweise ist das schon ziemlich weit oben. Und haben hier eine schöne Case-Auswahl. Das ist die Auswahl beim Händler. Also wenn ihr ein Fahrzeug kaufen möchtet, was ihr für Skins auswählen könnt. Da wir jetzt unseren Skin ganz nach unten gepackt haben im vorigen Array, empfiehlt es sich natürlich auch hier als letztes unseren Skin einzufügen, beziehungsweise den Skin haben wir ja schon eingefügt, hier fügen wir quasi nur die Auswahlmöglichkeit ein. So, in diesem Fall nennen wir diesen Skin, also ich nenne diesen Skin jetzt Doge, und damit ist jetzt auch die Auswahl zur Verfügung gestellt. So, hier habt ihr genauso die Auswahl für den SUV, für den Van und so weiter. Das Format sieht hier fast genauso aus, nur dass es hier um die Auswahl geht und nicht um den Skin selber. Alles klar, soweit ist das eigentlich schon fertig. Achtet bitte dabei, dass der Pfad bei euch auch entsprechend stimmt. Bei mir ist es wie gesagt der Textures-Ordner und dort ist dann entsprechend, jetzt in diesem Fall nicht. Jetzt aber ist die PAA vorhanden. Achtet bitte unbedingt auf die Rechtschreibung, das ist ganz wichtig. Also Groß- und Kleinschreibung beachten und auch entsprechend Textures richtig eingeben. Das ist essentiell wichtig, weil sonst funktioniert das Ganze nicht. Alles klar, ich hoffe, ich habe euch geholfen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann liked es einfach und wenn ihr mehr sehen wollt, dann abonniert mich doch einfach, weil in Folge kommen jetzt noch mehr Scripting-Tutorials. Alles klar, danke, bis später.